Sascha hier für netbooknews.de. Wir sind heute auf der IFA auf dem Hansbury-Stand. Taiwanesischer Hersteller, der eigentlich dafür bekannt ist für seine Displays, haben jetzt aber auch ein Netbook im Programm. Und zwar ist das das gute Gerät, wo wir hier das sogenannte Hansnote. Wie ihr sofort sehen könnt, es ist im Grunde genommen gebrandetes MSI Wind U100. Wir schauen uns das Gerät mal ganz kurz von außen an. Der Deckel hat sich ein bisschen verändert im Vergleich zum MSI Wind U100. Wir haben hier so eine kleine Chrome-Leiste. Ich sag hier Find Yourself. Also sieht alles ein bisschen wertiger aus. Gefällt mir ganz gut. Obwohl es ein Glossy Finish ist auf dem Deckel. Schauen wir mal kurz an. Hier haben wir einen Ethernet Connector, einen VGA-Out, die Anschlüsse fürs Headset und fürs Mikrofon, ein 4-in-1-Card, wieder USB 2.0 Anschluss. Nichts vorne, was man erkennen kann. Auf der linken Seite zwei weitere USB 2.0 Anschlüsse, den Anschluss für euer Netzteil und Kensington Keylock, was gerade auf der Messe auch wirklich mal eine Daseinsberechtigung hat. Auf der Rückseite, ja, das sieht alles sehr geschlossen aus, wird also ein bisschen schwierig, wenn ihr eure Komponenten austauschen möchtet. Aber was ich sofort sehen kann, das ist ein dicker 6-Zellen-Akku. Also ihr könnt hier mit dem mit dem Handsfree Handsnote etwa eine Akkulaufzeit zwischen 6 und 7 Stunden erwarten. Kurz zu den technischen Daten: Intel Atom N270, der 945er Chipsatz, 1 GB RAM, Windows XP Home und eine 160 GB Festplatte. 10.2-Inch Display, 1024x600er Auflösung. Hier auch wiederum diese kleinen Handsfree-Applikationen. Ansonsten das Keyboard, eins der besten Keyboard im 10-Inch-Bereich. Große Tasten. Klasse Feedback drauf, selbst für die Leute, die eine große rechte Shift-Taste suchen. Das ist also genau 1:1 das, was wir vom MSI Wind U100, MSI Wind U120 oder U115 kennen. Das Trackpad hat eine durchschnittliche Größe. Mausbuttons sind relativ klein, aber was ich auf jeden Fall mag, ist, dass es getrennte Mausbuttons sind. Hansbury verheimlicht auch gar nicht, dass es ein MSI Wind U100-Klon ist, sondern arbeiten sehr eng mit MSI zusammen. Und in meinen Augen ist es wirklich ein sehr solides Netbook, klasse verarbeitet. Ich mochte das MSI Wind U100 schon immer und das Hansbury Hansnote hat definitiv mit diesem Design, wie ich finde, eine ganze Menge Chancen auf den westlichen Märkten.